Jojojo, was geht, Leute? Alles klar bei euch? Oh, ich höre gerade von meinem Sohn, so redet man heute gar nicht mehr. Insofern willkommen zu diesem kleinen Video über das Backfire Ranger X2. Sehr schön verpackt kam es an, in diesem wunderbaren, unscheinbaren Karton. Ja, und wundert euch nicht, es sieht hier praktisch immer so aus. Ich habe immer irgendein Skateboard auf dem Tisch zu stehen. Ich würde es hier gerne als Unpacking-Video bezeichnen, allerdings seht ihr, ich habe da schon mal was vorbereitet. Warum ich dieses Board und nicht das X3, was gerade frisch auf den Markt gekommen ist, euch heute empfehlen möchte, liegt daran, dass es extrem günstig zu haben ist. Was wirklich interessant daran ist, ist dieses Leichtgewicht. Ja, es wiegt praktisch nichts. Lächerliche 12 Kilo. Das ist verglichen mit anderen Boards, die All-Terrain-Möglichkeiten haben, ein Witz. Und genau deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Denn man kann es wunderbar einfach durch die Gegend tragen, falls der Akku doch mal leer sein sollte. Ja, hier haben wir dann die ganzen Teile, die mit dabei sind. Was haben wir da alles Schönes? Die Halterung für die Beleuchtung, die hier mit dabei ist, sehr schön hell, das habe ich schon mal ausprobiert, sehr fein. Die Fernbedienung selbstverständlich, mit der wir dann das gute Board steuern. Ja, das Ladegerät und natürlich noch ein paar andere Zubehörteile. Sehr schön. So, dann noch die Fernbedienung einschalten. Da ist sie. Tja, da sollte es auch schon losgehen. Es fällt jetzt bereits auf, wie wahnsinnig leise das Ganze ist. Das ist praktisch unhörbar. Großartige Sache. So, gerade für einen Fahrer wie mich, der doch etwas mehr Gewicht auf die Waage bringt, ist es sehr gruselig zu sehen, dass dieses Board Flex hat. Ich hoffe, es bricht nicht. Insofern werden wir das Ganze jetzt mal rausbringen. Ich kann es kaum noch erwarten. Auf der Wetter-App. Sonnenschein. Super Wetter. Ich freue mich. Jetzt geht's raus. Ach ja. Im Winter.